Terrapestem Tineto, Salus Hic Maneto. Herzlich willkommen zu John Sinclair Night Talk, eurem YouTube-Kanal über unseren liebsten Geisterjäger. Mein Name ist Hennes Bender und wieder bin ich nicht alleine. Neben mir sitzt die bezaubernde Stimme des John Sinclair Podcast, Amy Syed. Danke, 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 lieber Hennes. Hi. Grüß dich. Hör mal, wie ist es dazu gekommen, dass du die Stimme vom John Sinclair, quasi unserem, wir sind ja eine Sinclair-Familie, kann man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. Wie hast du den Job gekriegt? Du, ich frage mich das jeden Morgen auch. Gut, das war's von uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal. Vielen Dank. Ja, eigentlich war es so, dass ich letztes Jahr sehr zufällig über meine Physiotherapeutin einen USB-Stick in die Hand bekommen habe. Die meinte, kennst du John Sinclair? Und ich meinte, John Sinclair, ich war mal Riesenfan. Da war ich aber 13 oder so. Ja. Und ich habe mit 10 angefangen und habe dann irgendwie immer vor meinem Spiegel gestanden und habe in mein Diktiergerät die Tonstudio Braun-Folgen eingesprochen, weil ich mir dachte, irgendwann möchte ich selber mal eine Rolle sprechen. Und dann habe ich irgendwann so mit 14, weiß ich nicht, dann kamen andere Dinge, dann kamen Jungs, Klamotten, Schminken, Freundinnen, Freunde. Ja, bei mir alles auch Mögliche. Genau das Gleiche. Bei mir kam auch vor allen Dingen Schminken. Genau, und genau. Und dann habe ich mich dann auch. Sieht man dir heute auch noch an, das Dankeschön. Ist echt geil. Dankeschön. Darf ich kurz fragen, welcher Jahrgang du bist? 74. 74, also da ist durchaus ist eine Generation. Ich bin 1968, 74. Und das heißt, du bist aber auch mit Tonstudio Braun quasi zu John Sinclair sozialisiert worden, genau. Sozusagen. Und dann kam also letztes Jahr meine Physiotherapeutin mit diesem USB-Stick und meinte John Sinclair nicht so, John, also ey, komm, also diese, ich meine, die waren alle sehr nostalgisch und toll, aber ich muss mir das jetzt, also heute nochmal, und sie so, nee, 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 das sind jetzt ganz andere Sachen, die solltest du dir geben, das ist Hollywood für die Ohren. Und ich so, naja, gut, und habe den Stick dann erstmal weggelegt und dann war ich halt richtig krank, hatte Erkältung, Schnupfen hoch 5, lag dumm in der Gegend rum, Leihbücherei, hatte irgendwie vergessen, mir Bücher zu schicken. Ich habe eine eigene Pity-Party, eine eigene Mitleidsparty für mich selbst geschmissen. Ich lag da so, ach, Scheiße. Ja. Und dann lag dieser Stick da, dann habe ich mir den irgendwie kurz runtergezogen in die iCloud und habe dann da gesessen, habe die erste Folge gehört und war so, boah, super, geil. War das direkt im Nachtclub der Vampire? Genau, das war die erste Folge im Nachtclub der Vampire und ich saß da und konnte erstmal und war irgendwie relativ schnell bei Folge 5. Ja. Und irgendwann musste ich mal was essen und dann habe ich weitergehört. Und ich glaube, dann ging es mir irgendwie sehr schnell besser und ich dachte, super. Dann dachte ich, naja, geh mal auf Facebook gucken, wer da so zuhört. Dann habe ich gesehen, der Kollege von WDR 2, Mike Litt, ist auch ein Fan. Ja, auch ein alter Bekannter von mir. Genau, und wir sind ja beides auch, also ehemals 1 Liver und genau. WDR 2er mittlerweile. Ja. Und dann habe ich bin bei WDR 5, aber... Ja, da mache ich auch manchmal Sachen für. Ja, schön, siehst du, das ist auch alles eine Familie. Wir sind in Köln, ja, ist alles eine Familie. Medien ist immer alles ein großer Kreis von... eine riesengroße Familie. Ja, genau. Und wir sind in Köln, da kennt jeder immer da, genau. Alles. Und ja, und dann habe ich Mike angeschrieben. Ich so, ach, du hörst John Sinclair? Und ich so, ich bin Fan. Willst du eigentlich mit auf die Sinclair Night nächste Woche? Oder ich glaube, vor 3 Wochen später oder was meinte ich so, ja, klar. Und hat er mich mitgenommen und ich dann war ich richtig Fan und dann war ich, glaube ich, habe ich auf dieser Facebook-Seite irgendwie täglich kommentiert oder so. Und danach hatte ich, genau, und dann habe ich im Januar was für die BBC gemacht und für den Deutschlandfunk für zum 75. Geburtstag von Jason. Ja. Sir Jason, bitte, so ja, heißt der bei mir. Sir Jason Dark. Immer wenn wir uns begegnen im Supermarkt, Sir Jason. Bitte hier, die Avocado, hallo. Und ja, und dann habe ich das für die BBC gemacht und auch für den Deutschlandfunk. Und danach, so habe ich Verena kennengelernt. Und ja, und dann... Verena, die Verena ist die sich um die Marke John Sinclair kümmert. Genau. Brand Executive. Im Grunde genommen die Frau, ohne die der Laden hier nicht läuft. Genau, ja, ja. Und ja, und dann rief sie mich irgendwann im April oder so an und meinte... Möchtest du nicht die Stimme vom neuen John Sinclair Podcast werden? Und ich war, glaube ich, gerade eine halbe Stunde wach, saß beim Kaffee trinken und war so, was? Ja, klar, ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber ich mach mal. Und dann habe ich einfach gemacht. Aber was heißt keine Ahnung, wie das geht? Du hast sehr, sehr lange Radio gemacht, du hast Radioerfahrung, du hast eine tolle Stimme, du kannst eine Sendung gestalten
Und also das war jetzt ja nicht so abwegig, dass du das machst. Also das Klar. ist jetzt ein bisschen Fishing for Compliments. Also, ja, nee, das meine ich gar nicht. Es war halt eher so, dass ich halt, erstens habe ich noch nie einen Podcast gemacht, was ja halt eine andere Geschichte ist als Radio, weil Radio ist halt nicht online und es ist halt, steht halt nicht andauernd zur Verfügung, sondern klar, es gibt Beiträge, die stehen natürlich schon zur Verfügung, aber es ist halt schon ein anderes Arbeiten. Das ist ja für eine Klientel, für eine lange, also für Menschen, damit die das auch für eine lange Zeit hören können und auch noch lange interessant finden und für eine Community, also für eine Fangemeinde, die ich noch nicht so lange kannte. Und deswegen war es für mich schon neu, weil ich auch dachte, ey, es gibt Leute, die sind viel länger Fan als ich und wissen wahrscheinlich viel mehr und hoffentlich kriege ich das anständig hin. Das war, glaube ich, eher so mein Anspruch. Ich meine, rein vom Journalistischen her, klar, ich mache, seit ich 14 Jahre alt bin, Radio. Also das war jetzt nicht mein Problem. Es ging mir eher so darum, hoffentlich erreiche ich die Hörer so, wie ich sie gerne erreichen wollen würde. Und hoffentlich hast du ein bisschen Angst gehabt, dass die Leute dich nicht annehmen, genau. als quasi als Küken sozusagen. Genau. Obwohl du ja in den 80er Jahren Tonstudio Braun gehört hast. Aber da muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, du hast letztes Jahr erst angefangen mit John Sinclair, mit der Edition 2000. Das heißt, fast 20 Jahre ist John Sinclair als Hörspiel an dir vorbeigegangen? Komplett. Absolut. Das ist ja der Wahnsinn. Das Tolle ist ja, dass du dann so viele Hörspiele gehabt hast, die du ja nachholen konntest. Ja, ich hatte vor allem riesengroßes Glück. Ein über Facebook hat ein Kumpel von einem Kumpel von mir oder von einer Freundin von mir, ich weiß es gar nicht, hat mich dann angeschrieben und meinte, ich habe die alle, möchtest du die nicht mal alle haben, dann kannst du die dir durchhören. Und so bin ich dann echt relativ schnell ich habe im Oktober angefangen zu hören und war im Februar komplett durch mit allen 139 Editionen 2000 Folgen, allen zu der Zeit, glaube ich, 14 S-Sondereditionen und allen, ich glaube, damals waren es 37 Classics oder so. Das heißt, du hast sie richtig durchgebinged. Jupp, ich habe so einen Marathon, weißt du, kennst du wieder Serienwatching? Ja, natürlich, klar, okay. Und das mit Hörspiel, das heißt, du hast zu Hause gesessen, Kopfhörer auf und... Immer abends. Meistens habe ich mir dann, ich mache meine eigenen Bodylotions und Badeöle und ich mache meine eigenen Raumöle und dann mache ich mir Räucherstäbchen an oder ein Raumöl und Kerzen und dann kuschel ich mich in mein Bett und vor mir ist so ein kleiner Art, ja, Altar jetzt nicht, aber da stehen meine David Bowie-Gitarren und dann... Ach, da machst du auch gerade eine schöne Tür bei mir auf. Da können wir... Pass auf, ich lade dich nochmal ein und dann reden wir einfach nur über David Bowie die Geil, ganze Zeit. Geil, da bin ich dabei. Du weißt, dass ich einen David Bowie-Podcast auf YouTube habe? Was? Auch? Nein, das ja, muss reden ich wir nicht. Dann. Bei Telecolic Bowie, nur Daddy, nebenbei. Daddy Bowie, bin ich sofort Telecolic dabei. Telecolic Bowie. Amy, du bist mir noch sympathischer als sowieso schon. ich habe dein erster Podcast, war das direkt der Podcast mit Jason? Ja. Auf dem Friedhof? Ja. Und den habe ich gehört und habe gesagt, was ist, wie toll ist diese Frau, die so wunderbar empathisch mit Jason, ich meine, wir reden hier von Sir Jason Dark, ja, mit dem Godfather of German Grusel. Und du warst so nett und gleichzeitig auch so kompetent. Ich hab das so gerne gehört und habe gesagt, so, hör mal, wir müssen unbedingt die Amy einladen, weil ich glaube, wir sind halt, wenn wir jetzt von der Sinclair-Familie reden, wir sind, ich will jetzt nicht sagen, ich könnte dein Vater sein, aber du hast einen anderen Ansatz. Du hast natürlich auch diesen, ich will jetzt nicht sagen feministischen Ansatz, aber als Frau Sinclair zu hören, ist ja nochmal was anderes. Wir hatten die Britta Künkel auch schon hier und haben sehr über das Frauenbild auch gesprochen. Absolut. Und das hat mich auch sehr interessiert. Mhm. Ich meine, für mich war es halt, nochmal zu Sir Jason, es ist halt total lustig, weil wenn ich das jetzt erzähle, dann klingt das jetzt auch wie aus einem Grusel-Hörspiel und alle denken, der hat mich alle Landlampen. Deswegen sind wir hier. ich hatte ihn das erste Mal eben auf dieser Sinclair Night getroffen. Bin auf ihn zugegangen, als er nicht belagert war von anderen Fans und meinte, boah, ich habe so riesen Respekt vor dir, dass du das mit deinem Alter halt noch machst und so. Und er hat mich dann gefragt, ob wir ein Foto zusammen machen können. Und ich fand das so sweet, weil normalerweise kommt die Frage ja von den Fans. Und dann habe ich, als ich auf diesem Friedhof da saß mit ihm, ich habe mich oft auch gefragt, boah, Amy, hast du den Mann nicht irgendwie überrannt? Weil ich habe irgendwann vergessen, dass das ein Interview ist, weil er mich so an meinen Papa erinnert hat, dass ich dachte, irgendwie, jetzt fehlt nur noch der ägyptische Akzent und dann sitzt da Papa. Und das war echt krass. Ich hab da gesessen und habe irgendwann vergessen, dass es ein Interview war. Und es war eher wie ein Gespräch mit meinem Vater. Und ich habe irgendwie gedacht, hoffentlich nimmt er mir das nicht übel, dass ich so doch sehr, sehr vollkommen
Also es war kein professionelles Interview mehr. Es war einfach, ich sitze mit meinem Papa da. Und das war so schön. Also hört euch das bitte an, falls ihr es noch nicht gehört habt, beim offiziellen John Sinclair Podcast, die erste Folge mit dir, Amy. Und das ist wirklich so. Ich habe ihn ja auch gesprochen. Und wenn man Jason, Sir Jason, kennenlernt, dann man möchte adoptiert werden von ihm. Ja, genau. Ich habe schon zu Verena gesagt, der Frau, die sich um John Sinclair kümmert, unsere kann ich Brandmanagerin. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Brandmanager. Ganz genau. Brandmanager. Früher hieß das Feuerwehrfrau, jetzt heißt es Brandmanagerin. Kann die uns die Adoptionsformulare zuschicken? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hier bei Lübbe gibt es sowas. Es gibt irgendeine Schublade mit Papa-Adoptionsformulare für Sir Jason? Genau. Aber weil du sagtest, es war kein professionelles Interview. Wenn ich mir die Interviews angucke, die in den amerikanischen Late-Shows sind, sei es jetzt Colbert oder Conan O'Brien oder Kimmel und so weiter, da ist man ja auch so. Da redet man so unter sich und da tauscht man Anekdoten aus. Und das hat mich genau daran erinnert. Also, ich bin so aufgewachsen. Ich bin ja mit englischem Radio aufgewachsen. Ich habe beim Soldatensender BFBS angefangen, arbeite ja auch bis heute für die BBC, ob jetzt nun Radio 4 oder den World Service oder auch Six Music. Also ich bin so sozialisiert. Auch meine erste Sprecherziehung, mein erstes Interviewtraining fürs Radio war Englisch. Mhm. Aber man hat halt trotzdem immer im Kopf, dass man mit jemandem spricht, also man hat im Hinterkopf so, man sollte zumindest nicht vergessen, dass es halt Leute gibt. Gerade hier in Deutschland bin ich halt immer vorsichtig, weil ich die Leute ja auch nicht kenne oder gut genug kenne und denke dann, naja, vielleicht, ne? Finden die das nicht so toll. Und ich habe das wirklich vergessen. Also ich habe sogar vergessen, dass ich ein Mikro halte. Ich habe da gesessen und also ich konnte mich leider von meinem Papa nicht verabschieden. Er ist gestorben, bevor ich ihn sehen konnte. Und ich hatte das Gefühl, es war wie so eine Art Wiederbegegnung mit meinem Dad. Und das war irgendwie sehr, sehr schön. Ja, und du hast es auch toll gemacht, als du neulich in Berlin warst. Da hast du mit Dietmar Wunder gesprochen und mit den neuen Sinclair-Machern und mit Alexandra Lange. Da war das auch sehr, sehr schön. Wenn du für die BBC arbeitest, kennst du die englischen John Sinclair-Hörspiele auch? Ja, die musste ich zum ersten Mal hören, als ich das für die BBC, weil die kannten das ja nicht. Und die fanden das total cool, dass da ein deutscher Autor, der noch nie in London war, über einen Scotland Yard-Officer oder Chief Inspector schreibt, der in London ist und auch die ganzen wirklich sich auch so gut in London auskennt durch seine Landkarten da, Stadtkarten. Ja. Und das fanden die so toll und dann haben die gesagt, boah, das ist so ein geiles Thema, das musst du unbedingt, das ist ein super Angebot, das musst du dringend, das musst du umsetzen. Das ist ja auch meine Theorie und das frage ich Sir Jason das nächste Mal, wenn ich ihn spreche, ob er sich die Locations und so weiter in London immer vorstellt oder sich erspielt, wenn er Scotland Yard spielt, wo du ja auch die U-Bahn nehmen musst und den Bus nehmen musst und so weiter mit so einer Landkarte. Aber er recherchiert natürlich auch total toll. Total. Aber jetzt, warum ist das Hörspiel, du bist sehbehindert. Ja, das heißt, du hast auch sehr viele Hörspiele immer gehört. Das war auch immer ein Medium für dich, oder nicht? Ich sag mal so, also dass ich blind bin, ist eine Sache, aber ich bin auch Kassettenkind. Und meine Eltern haben das Wort blindenspezifisch immer schon gehasst und ich auch. Also ich bin die ersten 4 Grundschuljahre auf einer Blindenschule gewesen, dann war ich da ganz schnell weg, weil ich das ganz schlimm fand. Ja. Und dann war ich auf einer normalen, auf einem normal, oder normal, auf einem inklusiven Gymnasium, ich hasse das Wort normal. Ja. Auf einem inklusiven Gymnasium, wo halt damals war das in den 80ern, war das eines der ersten in NRW, die halt blinde und sehende Kinder gemischt in der Schule hatten. Und klar haben wir sowohl sehende als auch blinde Hörspiele gehört. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch super gerne ins Kino gegangen bin. Okay. Aber natürlich ist Hörspiel ein Medium, was mich interessiert hat, weil ich immer gerne auch selbst mit der Stimme umgegangen bin. Ja, das passt natürlich. Und was waren deine Lieblingshörspiele, außer die guten alten Tonstudio Braun-Hörspiele früher? Natürlich, ne? 3 Fragezeichen, die ganzen Europa-Sachen. Ja. Als kleines Mädchen habe ich natürlich Hanni und Nanni gehört, ne? Das war klar. Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen als Kind, ne? Also so 7, 8. Und dann kam halt schon relativ diese Gruselreihe von Europa. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, Entschuldigung, natürlich. H.G. Francis, natürlich. Genau. Und die habe ich auch gehört. Und was noch? Ja, sowas halt, ne? Also diese ganzen Sachen. Und ich habe natürlich schon immer sehr viel Musik gehört. Also meine Mutter war musikjournalistisch auch in den 60ern, also vor meiner Zeit unterwegs in Kairo. Und die hat halt sehr viel Platten
Und ich bin mit allem Möglichen. Meine Mutter hat mich schon irgendwie, glaube ich, im Kinderwagen in Plattenläden geschleppt. Also von daher habe ich da auch sehr viel Musik Also gehört. du kennst dich sowohl aus, was Hörspiele angeht, du kennst dich aus, was Radio angeht. Warum ist Hörspiel in Deutschland so ein Riesenthema, so ein Riesending, so eine Riesenkultur? Und warum ist das in England nicht so? Weil das war ja für die Engländer der englische John Sinclair, Demon Hunter, wie er ja heißt in England und in Großbritannien. Warum hinken die Briten da so nach? Das ist eine gute Frage. Das hat mich auch schon immer interessiert, obwohl die so radioaffin sind, ne? Ja. Aber das habe ich nie. Ich glaube, das liegt daran, die haben diese Kassettenkinder-Generation nie gehabt, die wir jetzt hatten, ne? Und was wir halt auch haben, ne? Bei uns sind ja auch alle Filme synchronisiert und die gucken halt die Filme direkt im Original. Und ich glaube, wir sind stimmaffiner Ja. dadurch. Ich glaube, das ist wirklich so. Da habe ich auch letztens mit Dietmar Wunder drüber Ja. gesprochen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass wir einfach viel mehr damit konfrontiert werden mit Stimme, allein schon durch unsere Fernseh, ne? Dass wir die Sachen nicht auf Englisch gucken, sondern auf Ja. Deutsch. Das heißt auch, du bist auch, was Synchronsprecher angeht, bist du auch total drin und weißt, wer wen spricht und Ja, wie gesagt, ich bin halt auch. auch schon als Kind in Kinofilme geschleppt worden. Meine Mutter ist so filmaffin und ich musste dann halt oft mehr, also gerade wenn man, ich sehe im Kino mehr als auf dem normalen Bildschirm, aber ich merke mir natürlich auch immer schnell die Stimmen, damit ich weiß, wer wer ist. Ja. Und klar, dann alleine dadurch schon, ne? Du machst den Sinclair Podcast. Was kommt als nächstes für dich? Welche Themen? Du machst es auch, ich denke mal, auch redaktionell auch sehr viel selbst dann. Ja, klar. Also ich bespreche natürlich immer alles schön mit Verena. Das Ja. mache ich schon. Unsere Unsere Brandmanagerin. Brandmanager, our very Brand special. Executive Brand Manager. The woman with a plan. Without her, nothing works at all. Yes. Wir müssen mal einen Englischen machen. Wir müssen mal eine Folge nur auf Englisch machen. Oh mein Gott. Mal gucken, was passiert. Mal Also pass gucken, wie auf, viel. es wird definitiv irgendwann in meinen Träumen, in meinen Fantasien, gibt es auf jeden Fall mindestens zwei London-Folgen. Ich Ja. möchte mit dem Podcast auf jeden Fall nochmal nach London gehen. Mein ganz großer Traum, ich weiß nicht, ob der sich je, wenn Corona vorbei ist, verwirklichen wird, ist der, Sir Jason endlich zum Scotland Yard zu bringen. Ich Und ihn hatte, abzugeben. nein, den Weg, den gebe ich nicht ab. Für die Adoptionsformulare. Nein, der kriegt eine Führung und dann, er ist ja großer Beatles-Fan, er und seine Frau. Und ich würde halt, ich meine, ich bin Musikjournalistin, ich sollte ich gerade noch hinkriegen, irgendwann muss der auch Sir Paul kennenlernen. Also when Ja, Sir Jason met Sir Paul genau. muss irgendwo mal unter einem Podcast Und dann stehen. fahren wir von London auch direkt noch nach Liverpool und da machen wir dann auch noch eine Tour. Genau, dann machen wir mit dem Beatles-Museum-Tour. Wir Ganz machen zum auf. Schluss, Amy, welche Frauenfigur ist für dich, sag mal, ist es blöd das Vorbild oder mit welcher Figur hast du dich identifiziert? Dann verrate ich auch, in wen ich verliebt war. Kind und ich glaube, also gerade in den alten Hörspielen, ich war immer auch in den Heften totaler Kara-Fan. Also Okay, vollkommen ja. anders als irgendwie Glenda, Jane. Ich Ja. fand Kara toll, die Frau mit dem Schwert, die gekämpft hat. Die Und Schöne aus dem Totenreich. genau, und ich habe übrigens auch als Kind selber Sinclair-Romane geschrieben. Also ich habe aber die, ich glaube, ich habe meinen letzten Schulaufsatz an der Grundschule war in Sinclair. Und Gibt's die noch? irgendwo in irgendeinem Keller vielleicht, falls ich sie nicht Muss man nochmal weggeschmissen habe. mit Britta Künkel nochmal sprechen. Vielleicht kann man da nochmal was Oh machen. Mit Gottes unserer Willen. Lektorin Auf hier. jeden Fall hatte der da andere Freundin. Die Freundin Ja. hatte ägyptische Vorfahren. Du, das Warum gibt's alles. nur? Es gibt ja jetzt ein Reboot und ein Spin-off. Klar. Warum nicht? Ja, sie hatte sehr viel von mir, die Freundin, ne? Weil klar, als Kind wollte ich den ja immer heiraten. Ja, natürlich. Weißt du, Und wen ich heiraten wollte? wen denn? Rate mal. Jane? Nein. Glenda? Ja. Okay. Got Okay. you. Okay. Aber wenn das klappt mit Jason, Dann kommst du natürlich mit YouTube, oder? Dann da machen wir es komme ich zusammen. natürlich mit, das wollte ich ja fragen, dann nehme ich doch bitte mit. Ich nehme auch nicht so viel Platz ein. Nein, ey, das Ja? hätte ich eh gefragt. Wir brauchen das auf Bild. Das geht nicht nur in Ton. Ja, Das müssen wir super. ganz fett machen. Immer, Amy, ich sag einfach, wir machen das. Wenn es wieder geht, machen wir das. Ja, auf jeden Alles Fall. klar. Weil wir zu zweit kommen wir auch eher durch hier und kriegen unsere Brandmanagerin Ganz überzeugt. genau, die zieht dann die Fäden im Hintergrund. Genau, die What do kommt you mit. want? We're here on behalf of our brand manager. Exactly. Exactly. Amy, das war toll, mit dir zu sprechen. Ebenso. Hört euch bitte den Podcast an mit Amy. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Fest. Und ihr habt sie jetzt kennengelernt. Sie ist absolut wunderbar hier beim John Sinclair Podcast. Und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert einfach diesen Kanal und liked uns und spreadet uns auf den Social Networks dieser Welt. Und Amy, ich würde sagen, bis ganz bald. Ja, hoffentlich. Das war's von mir. Angenehmes Gruseln allerseits.